Helen, kannst du mich gut hören? Ja. Helen nickt. Okay, dann gehe ich davon aus, dass alle gut hören können. Hallo, mein Name ist Anne Neumann. Ich bin Referentin für die Kampagne Change Your Shoes beim Inkota-Netzwerk. Und ich werde euch jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde lang Details zu der Menschenrechtssituation in der Schuhproduktion in Indien erzählen. Und wir haben gerade in der Umfrage gesehen, ich weiß nicht, ob ihr das alle auch gesehen habt, aber wahrscheinlich ja, die Ergebnisse, dass doch eine ganze Menge Leute dabei sind, die sich zum ersten Mal mit dem Thema Menschenrechte in der Schuhproduktion beschäftigen oder zumindest da noch nicht besonders tief eingestiegen sind. Und dass auch euer größtes Interesse darauf liegt, viel über die allgemeine Situation mit zu erfahren, wie es den Menschen da vor Ort geht. Ich war selber Anfang dieses Jahres 2 Wochen in Indien unterwegs und habe mit vielen Schuharbeiterinnen und Lederarbeiterinnen gesprochen, aber auch mit GewerkschaftsvertreterInnen und mit VertreterInnen der Zivilgesellschaft. Das heißt, da werde ich wahrscheinlich auch zwischendurch immer noch mal was von dieser Reise mit einfließen lassen. Genau, die eine Frage war ja auch, ob ihr wisst, wer oder was Inkota ist. Da haben ziemlich viele mit Nein geantwortet, deswegen steige ich damit mal ein. Das Inkota-Netzwerk ist eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Berlin. Inkota klingt ja erstmal als Name immer so ein bisschen kryptisch. Das steht für Information, Koordination, Tagungen. Und der Titel stammt auch aus der Gründungszeit. Der Inkota wurde vor rund 50 Jahren gegründet in der damaligen DDR. Und das Netzwerk, wir engagieren uns seitdem für eine gerechte Welt und gegen, vor allen Dingen gegen Hunger und Armut in der Welt. Genau, seit rund 20, 25 Jahren ist dabei auch das Thema Arbeiterinnen und Arbeiter in der Bekleidungsindustrie mit im Fokus. Und jetzt seit 2015 haben wir uns nochmal stärker fokussiert auf die Situation von Arbeiterinnen und Arbeitern in der Schuh- und Lederindustrie. Da seht ihr auch ein paar Fotos hier auf der Folie dazu. Worum soll es heute gehen? Ich würde gerne erstmal sprechen über ein paar Hintergründe überhaupt zum Welthandel mit Lederschuhen. Ich habe das bewusst mit Bindestrich geschrieben, weil es einerseits immer um Schuhe geht, andererseits legen wir den Fokus auf Lederschuhe dabei. Manchmal, also allgemein Schuhproduktion, da gehört auch viel anderes dazu. Ne? Wenn ihr an Turnschuhe denkt, sind es auch viele textile Produkte. Wir beschäftigen uns mit der Lederschuhproduktion, weil in Indien, wo wir Partnerorganisationen haben, besonders viele Lederschuhe für den deutschen Markt produziert werden. Das heißt, da geht es dann auch immer noch mal viel um Gärereien und die Situation da. Ich werde dann über Indien und die Situation dort sprechen und dann noch ganz kurz auch auf die aktuelle Situation in der Corona-Krise eingehen. Da unterbrechen wir noch mal für eine kurze Umfrage und dann soll es darum gehen, wer kann eigentlich was an der allgemeinen Menschenrechtsverletzungssituation ändern. Und wie kann das gelingen? Genau, zu den Hintergründen jetzt so überhaupt die Welthandelsstrukturen mit Schuhen und mit Lederprodukten, da steigen wir auch mal direkt mit einer Umfrage ein, bevor ihr mir jetzt eine Dreiviertelstunde am Stück zuhören müsst. Okay. Genau, hier sehen wir schon eine Übersicht dazu, wo die Schuhproduktion stattfindet, ganz überwiegend in Asien mit fast 90%. Und ich hatte schon gesagt, da ist China mit Abstand nicht nur im Handel, sondern auch in der Produktion das weitaus größte und bedeutendste Land.
Indien ist nach China zwar das Land mit der zweitgrößten Schuhproduktion, aber wie ich eben schon gesagt hatte, auf dem deutschen Markt dann nicht mehr auf Platz 2. Wir hatten ja schon über Zahlen gesprochen, wie viel so produziert wird. Also wir hatten gesagt, 2018 waren es weltweit 24 Milliarden Paar Schuhe. Und in Indien werden 10% davon hergestellt, also rund 2,4 Milliarden Paar Schuhe. Es ist an der Produktion recht großer Anteil, genau, wenn auch nicht, nicht für den deutschen Markt so weit oben wie China. Das bedeutet auch, dass in Indien rund 1 Million Menschen direkt in der Schuhindustrie beschäftigt sind und über 2,5 Millionen Menschen in der Lederindustrie insgesamt. Das sind Schätzzahlen, die auch deshalb hauptsächlich geschätzt werden können, weil ein großer Teil der Leder- und Schuhproduktion unter informellen Bedingungen stattfindet. Das heißt, ja, es ist eine Annäherung an die wahrscheinlich tatsächlichen Zahlen. Ihr habt hier auf der Karte einen Überblick darüber, wo in Indien überhaupt Leder und Lederschuhe hergestellt werden. Ihr seht, dass das in verschiedenen Bundesstaaten der Fall ist. Und dann gibt es in den einzelnen Bundesstaaten immer Cluster, wo besonders viele Fabriken konzentriert sind. Das hat unter anderem mit der indischen Wirtschaftsförderung zu tun, dass sich immer solche Cluster, solche Industriecluster herausbilden. Wir haben unsere Umfragen dazu, wie die Menschenrechtssituation aussieht, in 2 Regionen durchgeführt. Ich zeige das mal hier mit der Maus. Ich denke, dass ihr die sehen könnt. Einmal im Bundesstaat Uttar Pradesh, also ganz im Norden von Indien, und da vor allen Dingen in der Stadt Kanpur. In Kanpur, rund um Kanpur, ist eine große Industriestadt, findet sehr viel Schuh- und Lederproduktion statt. Und andererseits hier ganz in Südindien, im Bundesstaat Tamil Nadu, und da vor allen Dingen in der Stadt Vellore und Ambur, also in den beiden Städten, die auch große Leder- und Schuhcluster beherbergen. Anne, es gibt eine Frage, wie sieht das mit der Qualität der Schuhe aus? Gibt es Unterschiede zwischen Edel- und Massenware? Falls sich die Frage noch darauf bezieht, was wo produziert wird, also wir können davon ausgehen, dass die Schuhe, die in Deutschland produziert werden, dass die eher dem hochpreisigen Segment zuzuordnen sind und dann die Importschuhe überwiegend den Massenmarkt bedienen. 1:1 stimmt das natürlich so auch nicht immer, aber in der Tendenz ist das so. Genau. Hier seht ihr nochmal die beiden Regionen markiert, in der wir mit der Kampagne Change for Shoes 2016, 2017, 2018 und auch 2019 nochmal Feldforschung betrieben haben. Das heißt, genau das, was ich euch jetzt vorstelle zu der Situation der Menschen in Indien, das ist in diesen Publikationen, die ihr auch alle auf der Website von Inkota findet, dargestellt nochmal ausführlicher. Zu den Studien gibt es auch immer sogenannte Factsheets. Das sind so 4-seitige Zusammenfassungen der wichtigsten Ergebnisse. Die könnt ihr kostenlos runterladen auf der Website auch. Genau. Ich möchte vor allen Dingen auf die Arbeitsrechte eingehen. Deswegen halte ich mich bei dem Punkt Umweltverschmutzung ganz kurz. Möchte ihn aber trotzdem benennen, weil vor allen Dingen da, wo es um Gerbereien geht, ist das Thema Umweltverschmutzung so gravierend, dass man es nicht ignorieren kann. Wenn ihr da genauer zu nachlesen wollt, dann
könnt ihr das vor allen Dingen in dieser Publikation, zeigt ihr eure Schuhe, tun. Es ist so, dass in den Gerbereien vor allen Dingen Abwässer große Probleme verursachen, weil die Kläranlagen, die es vor Ort gibt, von den Kapazitäten her nicht ausreichen. Und wenn ihr euch Lederaufbereitung vorstellt, das ist ein Prozess, der mindestens 40 Schritte umfasst. Also das Gerben ist nur ein Teil davon. Es gibt auch noch Vorbereitungsphasen, es gibt das Gerben selbst und dann noch Nachbereitungsphasen. Es dauert mehrere Wochen, auch mit heutigen Techniken, bis die Rohhaut so aufbereitet ist, dass sie als Leder haltbar gemacht ist. Es wird überwiegend heute auch mit Chrom gegerbt, Chrom 3. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel mit pflanzlichen Stoffen zu gerben. Das wäre so die vorindustrielle Variante. Heutzutage, wie gesagt, fast 90% aller Ledergerbung findet Chrom statt. Chrom 3, das dabei eingesetzt wird, ist, wenn es richtig angewendet wird und keine zu hohe Konzentration auftritt, nicht stark gesundheitsschädlich. Das Problem ist, dass dieses Chrom 3, das eingesetzt wird, wenn es falsch angewendet wird, sich zu Chrom 6 umwandeln kann. Und Chrom 6 ist krebserregend und giftig. So wie es in Indien eingesetzt wird oder zum Beispiel auch in den Nachbarländern Bangladesch und Pakistan, passiert das leider relativ häufig, dass sich dieses Chrom 3 umwandelt und damit die Umgebung so stark belastet, dass man zum Beispiel von stark lederverarbeitenden Regionen in Bangladesch als mit den giftigsten Regionen der Welt spricht, was die Boden- und Gewässerbelastung angeht. Abwässer sind ein Teil des Problems. Die ungeklärten Abwässer werden auch in Flüsse eingeleitet. Die Region oder die Stadt Kanpur, wo wir viel arbeiten, liegt zum Beispiel direkt am Ganges. Und die Abwässer, die da eingeleitet werden, sind somit in den Flüssen und gehen aber auch ins Grundwasser ein. Und das stellt für die ansässige Bevölkerung ein Riesenproblem dar, weil das natürlich sowohl das Trinkwasser als auch das Wasser, was in der Landwirtschaft benutzt wird, betrifft. Das heißt, nicht nur die Arbeiterinnen und Arbeiter in den Gerbereien sind selber betroffen, sondern auch die ansässige Bevölkerung. Ein anderes großes Problem sind Klärschlämme, also da, wo die Abwässer geklärt werden, bleiben ja Rückstände zurück als Schlamm. Der muss korrekt entsorgt werden, sonst zieht das auch wieder weitere Umweltprobleme nach sich. Und ein riesiges Problem ist, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen in den Gerbereien, in den Kläranlagen auch ganz schwach nur geschützt werden vor den Substanzen, mit denen sie da umgehen. Wir haben, als wir jetzt in Indien waren, von mehreren Fällen gehört, wo Arbeiter durch die Arbeit in den Kläranlagen ohnmächtig geworden sind und dann in diese Auffangbehälter mit den Klärwässern oder mit den Klärschlämmen gefallen sind und dabei gestorben sind. Es gibt auch einen Fall, den unsere Partnerorganisation CIVIDEP aufgearbeitet hat, wo so ein Rückhaltebecken für Klärschlämme gebrochen ist vor einigen Jahren, weil die Wand davon nicht richtig konstruiert wurde. Und daneben haben Arbeiter geschlafen, was auch nicht rechtens ist, aber die haben da geschlafen und wurden von dieser Schlammlawine dann überrollt und sind da erstickt. Also die Arbeit in diesen Kläranlagen selber ist auch hochgefährlich. Genau. Wir gehen mal weiter zu den Arbeitsrechtsverletzungen, die wir in den Gerbereien und in den Schuhfabriken finden. Also weg jetzt von dieser starken toxischen Belastung dahin, genau, was passiert eigentlich in den Fabriken und in den Gerbereien mit den Arbeiterinnen und Arbeitern selber. Das
größte Problem, von dem uns auch jetzt auf unserer Reise alle Arbeiterinnen und Arbeiter, mit denen wir gesprochen haben, berichtet haben, ist die Lohnsituation. Ihr seht hier die Umfrageergebnisse aus unserer Studie dazu, wie viel der Mindestlohn ist, den in der Region Uttar Pradesh LederarbeiterInnen beziehen müssten. Das sagt uns ja jetzt, wenn wir nicht gerade uns in Indien gut auskennen. Ich habe gesehen im Chat vorhin, dass auch ein paar Leute dabei sind. Eine Teilnehmerin kommt sogar aus Indien, andere waren öfter in Indien. Genau, sonst sagt uns so eine Summe wie 109 Euro im Monat ja nicht besonders viel, wenn wir keinen Vergleich zu den Lebenshaltungskosten haben. Deswegen setzen wir in der Kampagne für saubere Kleidung und in der Kampagne Change for Shoes die gezahlten Löhne immer in Bezug zum existenzsichernden Lohn. Und den seht ihr hier ganz rechts abgebildet. In diesem, in den Balken ganz rechts. Genau, und da ist der Lohn, der existenzsichernde Lohn für Indien berechnet von der Asia Floor Wage Alliance. Wenn ihr dagegen seht, was tatsächlich gezahlt wird, zum Beispiel in Uttar Pradesh und in Tamil Nadu mit 49 Euro, dann seht ihr, wie weit das weg ist von dem Niveau, das Arbeiterinnen und Arbeiter bräuchten, um ein existenzsicherndes Einkommen zu haben, für einen existenzsicheren Lohn zu haben, von dem mindestens 3 erwachsene Personeneinheiten ihren Lebensunterhalt sichern könnten. Und Lebensunterhalt sichern bedeutet nicht, dass das notwendig wäre, um davon besonders luxuriös zu leben, sondern da geht es darum, dass die grundsätzlichen Sachen abgedeckt sind. Also es geht um Essen, es geht darum, dass man wohnen kann, es geht darum, dass man sich medizinisch versorgen kann und es geht darum, dass man Kleidung hat, die Artikel des täglichen Bedarfs und dass man Rücklagen bilden kann, zum Beispiel für den Schulbesuch von Kindern und für Unvorhergesehenes. Also wenn euch das genauer interessiert, es gibt eine Seite lohnzumleben.de, da wird das sehr genau aufgeschlüsselt, was es bedeutet, einen existenzsichernden Lohn zu haben. Genau. Die Lohnsituation wird sehr stark bedingt durch die unsicheren Arbeitsverhältnisse. Und damit meine ich nicht in erster Linie jetzt den Punkt Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, sondern mit unsicheren Arbeitsverhältnissen meine ich, dass Arbeiterinnen und Arbeiter vielfach keinen Nachweis für ihr Beschäftigungsverhältnis haben. Also ich habe zum Beispiel überhaupt keinen Arbeitsvertrag. Oder wenn ich einen Arbeitsvertrag habe, dann habe ich ihn vielleicht in einer Sprache, die ich selbst nicht spreche oder eventuell kann ich auch nicht lesen. In Indien ist ja die Analphabetenquote immer noch relativ hoch. Das heißt, ich habe selbst keinen Nachweis darüber, was überhaupt die Bedingungen sind, zu denen ich angestellt bin, oder keinen Nachweis darüber, dass ich überhaupt irgendwo angestellt bin. Wenn man keinen Vertrag hat, dann wäre eine andere Nachweismöglichkeit immer noch, dass man so einen Fabrikausweis hat, eine ID-Card, oder immerhin ja einen Lohnzettel bekommen müsste, aus dem dann hervorgeht, wie viele Stunden man gearbeitet hat und so weiter. Die allermeisten Arbeiterinnen und Arbeiter aus Fabriken, mit denen wir gesprochen haben, haben solche Nachweise nicht. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das in allen Kämpfen, sei es für höhere Löhne, sei es dafür, dass man wenigstens Zugang zu einer sauberen Toilette in der Fabrik erhält, ein riesiges Druckmittel ist für Arbeitgeber, wenn Arbeitnehmer von heute auf morgen vor der Tür sitzen können, auf der Straße stehen können. Das ist das Grundproblem, von dem uns alle berichtet haben. Wenn ich weiß, wie meine Rechte sind, hilft mir es überhaupt nichts, wenn ich sie nicht einfordern kann,
weil ich sozusagen von heute auf morgen kündbar bin, weil ich überhaupt keinen Arbeitsvertrag, überhaupt keinen Nachweis über meine Arbeit in der Fabrik habe. Ein Riesenproblem ist dann Arbeitssicherheit in dem anderen Sinne, wie man das Wort verstehen kann, nämlich was auf Englisch sagen wir immer Occupational Health and Safety angeht, also wirklich Gesundheit, Arbeitsschutz. Ihr seht hier ein paar Fotos aus Gerbereien, wo schon sehr deutlich wird, dass Arbeitssicherheit nicht groß geschrieben wird, um es sehr euphemistisch auszudrücken. Die Arbeiter wissen in der Regel nicht, mit welchen Substanzen sie es überhaupt zu tun haben. Es gibt keine Schutzkleidung. Die Arbeitsstätten, die Produktionsstätten sind auch überhaupt nicht so ausgelegt, dass es zum Beispiel irgendwie Abzüge gäbe oder also Abzugshauben oder eine ordentliche Belüftung in den Produktionsstätten. Ihr müsst euch auch vor Augen führen, dass anders als in der Textilproduktion ganz viele von diesen Fabriken sehr kleine Produktionsstätten sind. Also wir haben es mit vielen mittelständischen und kleinen Unternehmen zu tun in der Leder- und Schuhbranche und die haben dann auch noch ganz oft mehrere Produktionsstätten, die sehr klein sind. Ich hatte eingangs schon von der Informalität der Industrie gesprochen. Und das zeigt sich dann hier auch baulich unheimlich stark. Was wir in Indien erlebt haben, ist, dass Fabriken, kleine Fabriken auch, die kontrolliert wurden, dann auch relativ unkompliziert einfach 2 Städte weiter, 3 Städte weiter mehr in die Peripherie verlegt werden konnten, um eben verstärkten Kontrollen zu entgehen. In unseren Umfragen hat sich gezeigt, welche Gesundheitsprobleme aus diesem mangelnden Arbeitsschutz resultieren. Die Arbeiterinnen und Arbeiter berichten ganz viel, das seht ihr in dem zweiten Balken, von Augenreizungen oder Kopfschmerzen. Ich hatte eben schon von der mangelnden Belüftung gesprochen, von der es gibt auch keine Klimaanlagen dann vielfach, obwohl es sehr heiß wird, von dem Umgang mit Chemikalien. Genau, Atemprobleme, Ausschlag-Hautprobleme, das sind alles Sachen, die wir auf das eben gezeigt zurückführen können. Viele berichten auch, das ist hier der erste Balken von Schmerzen in Gelenken, Beinen, Rücken, Schultern. Das hat dann eher mit dem Tragen dieser sehr schweren Zwischenprodukte zu tun, also der Rohhäute oder der aufbereiteten Häute und Zwischenwertprodukte. In den Schuhfabriken, wo dann aus dem Leder Schuhe hergestellt werden, haben wir es auch mit Verletzungen zu tun und Gesundheitsrisiken. Hier sind vor allen Dingen dann Stichverletzungen ein großes Thema oder Schnittverletzungen. Ne? Das könnt ihr vor allem hier auf dem Bild sehen. Die Arbeiterinnen und Arbeiter haben da in den Umfragen auch von Augenreizungen, Kopfschmerzen berichtet, weil das Leder, mit dem die arbeiten, die Klebstoffe und so weiter, die dünsten ja auch aus, aber nicht in dem Maße wie in den Gerbereien. Ein Phänomen, dem wir in Indien, vor allen Dingen in den Gerbereien, vielfach noch begegnet sind, ist ausbeuterische Kinderarbeit. Das ist ein Phänomen, das wir in der Bekleidungsindustrie, also in der textilen Bekleidungsindustrie in Indien, aber auch in anderen Ländern nicht mehr so viel finden, weil da inzwischen viel mehr öffentliche Aufmerksamkeit drauf ist. In der Lederindustrie finden wir das aber durchaus noch. Und ein Bereich, wo das besonders stark ist, jenseits der Gerbereien, ist auch immer Heimarbeit. Also es gibt zahlreiche Fabriken, Schuhfabriken, die einen Teil ihrer Produktion an Heimarbeiterinnen, das sind ganz überwiegend Frauen, auslagern. Das heißt, immer wenn es eine Produktionsspitze gibt, die nicht vorhersehbar war,
dann und die Fabrik schafft den Auftrag nicht, dann werden Teile der Vorprodukte an Frauen, die in dem Dorf, in den Orten rund um die Fabrik wohnen, ausgeliefert, die dann wirklich mit der Hand, Nadel und Faden bestimmte Schuhmodelle zu Hause zusammennähen und die dann am Ende des Tages wieder an den Lieferanten, der diese Vorprodukte gebracht hat, abliefern und dafür ein Stücklohn dann bekommen. Und das ist ein Umfeld, wo auch natürlich Kinder involviert sind in die Arbeit. Ein großes strukturelles Thema, das alle Arbeiterinnen und Arbeiter in ganz Indien, mit denen wir zu tun hatten, in den Umfragen betrifft, ist das Thema Vereinigungsfreiheit. Vereinigungsfreiheit ist nicht umsonst eine der ILO-Kernarbeitsnormen. Für diejenigen, die sich noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt haben, ILO ist die Internationale Arbeitsorganisation, die International Labour Organization, in der sind fast alle Staaten, die es weltweit gibt, Mitglied. Es ist eine Unterorganisation der Vereinten Nationen, der UNO. Und das ist die Organisation, die auf weltweiter Ebene festhält, was Standards sind, dafür, dass wir von eingehaltenen Arbeitsrechten sprechen können. Also immer dann, wenn sich die Frage stellt, ja, was ist denn, ab wo ist es denn jetzt wirklich ausbeuterische Kinderarbeit? Ab wo ist es denn legitime Arbeit von Jugendlichen, von Kindern? Dann ist das die ILO, die dafür weltweit die Standards setzt. Und die ILO hat viele Konventionen, mehrere hundert, wo solche Themen ausdefiniert werden. Und sie hat aber vier Rechte zu den Kernrechten erklärt. Und da ist eines davon das Recht auf Vereinigungsfreiheit, das heißt das Recht, sich zu organisieren, weil daran, ob ich das kann oder nicht, wird auch die Durchsetzung der anderen Rechte hängen. Es wird daran hängen, wie ich mich organisieren kann, wie viel Lohn ich am Ende bekomme, wie viel unangekündigte Überstunden ich machen muss, ob meine Überstunden bezahlt werden oder nicht, wie der Gesundheitsschutz in meiner Fabrik aussieht. Zu dem Thema Vereinigungsfreiheit haben die Umfragen in den Fabriken ergeben, dass in der einen Region in Agra 90% der Arbeiterinnen und Arbeiter angaben, dass es keine Gewerkschaft rund um ihre Fabrik gibt, die sie ansprechen könnten. Und viele auch, also in der Umfrage hat sich herausgestellt, dass viele auch nicht richtig wussten, was eine Gewerkschaft überhaupt ist, was ich für einen gravierenden Teil des Problems halte. Mit dem Thema Vereinigungsfreiheit sind wir jetzt schon angekommen, so bei den Gedanken, wie kann man denn was an der Situation der Menschen vor Ort ändern? Und bevor ich da einsteige, Helen, bitte ich dich, dass du die nächste Umfrage startest. Genau, es gibt aber ein paar Fragen, die würde ich gerne erst stellen. Mhm. Zum Lohn zum Leben, ist das Gehalt geschlechtsunabhängig verschieden? Auch die Frage, mit wie viel Grundkalorien beim Essen rechnet man beim Existenzlohn? Und die Mindestlöhne in den verschiedenen Regionen waren sehr unterschiedlich. Sind die Lebenshaltungskosten auch so unterschiedlich? Mhm. Die erste Frage war, kannst du mir nochmal helfen? Geschlechtsabhängig sind die unterschiedlich. Ja, die Asia Floor Wage Alliance berechnet das nicht geschlechtsabhängig. Ich denke, dass das bewusst ist, weil es darum geht, dass immer eine arbeitende Person drei Personeneinheiten versorgen können soll von ihrem Gehalt. Und das ist ja kein geschlechtsbezogener Anspruch, sondern wer arbeiten geht, soll davon so viel erwirtschaften, dass drei Personeneinheiten, ich sage immer Personeneinheiten, weil das können zwei Erwachsene und zwei Kinder sein, das können auch
drei Erwachsene sein, es können auch ein Erwachsener und, ne, ihr könnt euch das umrechnen, vier Kinder sein. Genau, dass diese Zahl an Personeneinheiten muss versorgt werden können von dem Einkommen. Aber ich glaube, da eher die Frage, ob das, was bezahlt wird, ist Geschlecht, also ist das Gleiche für Männer und Frauen. Im Moment. Also das bezieht sich dann nicht auf den Lohn zum Leben, sondern auf die tatsächlich gezahlten Löhne. Und bei den tatsächlich gezahlten Löhnen sehen wir in Indien auch in der Schuhproduktion Diskriminierungsstrukturen. Die sind aber häufig nicht so, dass dann auf der gleichen Position Frauen automatisch weniger bekommen würden als Männer. Aber es ist zum Beispiel in den Schuhfabriken in Tamil Nadu so, dass in Fabriken, wo nur Frauen arbeiten, auf dem Shop-Level oder Floor-Level, wie man das dann bezeichnet, dass das dann nur Frauen sind und aber die Aufseher, die Vorarbeiter in diesen Fabriken Männer sind und dann auch höher entlohnt werden. Also es gibt eine strukturelle Lohndiskriminierung. Und die dritte Frage? Ob die Lebenshaltungskosten so unterschiedlich sind, auch in verschiedenen Regionen, wie die Mindestlöhne? Die Lebenshaltungskosten sind unterschiedlich. Indien ist ein riesiger Kontinent. Die einzelnen Bundesstaaten haben sehr unterschiedliche Lebenssituationen. Aber das ist nicht eins zu eins so, dass der Mindestlohn, wie er in Uttar Pradesh dann gezahlt wird oder in Tamil Nadu, dann entsprechend den dort niedrigeren oder höheren Lebenshaltungskosten entspricht, sondern dass die so unterschiedlich sind, liegt daran, dass es keinen verbindlichen bundesweiten Mindestlohn in Indien gibt und die Bundesstaaten das einzeln festlegen. Jetzt kommen ganz viele Fragen. Ich werde einige jetzt noch sagen, aber die einige lassen wir auch für die Diskussion nachher. Wie wird mit Minderheiten, Religionsfreiheit umgegangen? Darf man auf der Arbeit ihre seiner Religion ausüben, beziehungsweise Minderheiten beim Lohn oder anderweitig diskriminiert? Mhm. Ja. Was wir in der Lederindustrie sehen, ist, dass ein stark muslimisch geprägtes Gewerbe ist. Es, also auch von der Besitzerstruktur her sind viele Muslime, vor allen Dingen in Nordindien, denen auch Fabriken gehören. In Südindien sieht das dann wieder anders aus. Aber in beiden Regionen ist es so, dass vor allen Dingen Muslime oder Dalit, Dalit ist eine Kastenbezeichnung, in den Fabriken arbeiten. Und das ist also nicht umsonst so, dass es diese diskriminierten Minderheiten sind, die in diesen schlechten Bedingungen arbeiten. Und andersrum erleben die Personen auch in den Fabriken wieder Diskriminierung aufgrund auch dieser Dimension. Also nicht nur Geschlecht, sondern auch ethnische Zugehörigkeiten, Kastenzugehörigkeiten und religiöse Zugehörigkeiten. Mit der Ausübung von Religionen in Fabriken, da kann ich mir jetzt nicht so viel drunter vorstellen unter dem Aspekt der Frage, aber vielleicht zielte das auch eher in die andere Richtung. Na, ich glaube, hier ist es dann auch manchmal, gibt es Zimmer, wo man hingehen kann, zu beten zum Beispiel. Mhm. Ist mir aus keiner Fabrik bekannt und hat aber auch für die Arbeiterinnen und Arbeiter keine große Rolle gespielt bei ihren Forderungen oder in den Umfragen. Okay, wie sind die Wochenzeiten, Arbeitszeiten der Arbeitenden in der Branche? Mhm. Weit über den ILO-Standards, also die ILO legt ja fest, dass die Wochenarbeitszeit nicht mehr als 48 Stunden regulär und dann noch 12 Überstunden in Ausnahmefällen betragen darf. Und das ist ähnlich wie in der Bekleidungsindustrie, in der Textilindustrie auch in Indien, dass die Arbeitszeiten vor allen Dingen in Hochsaisons deutlich drüber liegen und Überstunden
auch nicht angekündigt werden und nicht entsprechend entlohnt werden, wie es laut Gesetz sein müsste, also mit einem Überstundenzuschlag oder Feiertags-Sonntagszuschlag. Also da kann ich vielleicht noch auch dazu sagen, dass das, als wir in Indien waren, auch schwierig ist, dann überhaupt einen Termin zu finden, wo man mal mit Arbeiterinnen und Arbeitern sprechen kann, weil die halt 6 Tage regulär in der Fabrik sind und oft auch den Sonntag auch noch und dann erstens einfach dann nicht können zu einem bestimmten Termin und andererseits ihre Freizeit so knapp ist, dass, ja, dass es schon ein großes Privileg ist, wenn wir dann auch diese Zeit bekommen von ihnen, um diese Gespräche zu führen. Dann gibt es die Frage, es wurde anfangs gezeigt, dass ausgebildete GerberInnen mehr verdienen. Wie schwierig ist es, ausgebildet zu werden? Kostet das dann Geld oder ist das von der Arbeitserfahrung abhängig oder Art Berufsschulen? Das ist vielfach nur von der Arbeitserfahrung abhängig. Es gibt nur sehr geringen Grad an Formalisierung dieser Ausbildung. Also gerade in Tamil Nadu und Südindien gibt es den Versuch, da mehr in die berufliche Ausbildung zu investieren oder dass sich sowas wie ein Ausbildungssystem ausbildet, auch um die Berufe aufzuwerten. Aber das ist bisher nur in sehr geringem Umfang vorhanden. Also meistens geht es darum, wie lange man da ist und auch dann wird man nicht automatisch höher gestuft als gelernter Arbeiter, gelernte Arbeiterin, sondern wir haben, als wir in Nordindien von einer Person gehört, die dann 6 Jahre, 7 Jahre in einer Fabrik gearbeitet hatte und daraufhin gefragt hat, ob eine Lohnerhöhung möglich wäre und die Person durfte dann noch die Woche zu Ende arbeiten, weil gerade ein Auftrag fertiggestellt werden musste und musste die Fabrik danach verlassen. Dann gibt es noch einen Kommentar. Habe ich das dann richtig verstanden, dass der durchschnittliche Arbeitende trotzdem trotz Arbeit in Armut lebt und nicht genug Geld für Nahrung und so weiter hat? Genau, das ist das, was auf dieser Folie zu sehen war, wo die tatsächlich gezahlten Löhne in Bezug gesetzt wurden zu den Existenzlöhnen. Also da sieht man sehr deutlich, wie groß der Abstand ist von dem, was gezahlt wird, zu dem, was man zum Lebensminimum bräuchte. Genau, und dann noch die schnelle Frage, vielleicht gibt es nicht eine Alternative für Chromgerbung, die industriell angewendet werden kann? Ich kann technisch nicht sagen, ob es die gibt, aber es gibt sie nicht zu dem Preis und der Verfügbarkeit. Deswegen ist die Chromgerbung nach wie vor so beliebt. Genau, also es gibt pflanzlich gegerbtes Leder, aber das häufig bei sehr kleinen Marken oder faire Marken dann. Aber für die großen dann nicht. So, jetzt gibt es noch eine Frage, dann gehen wir weiter. Wer sind die Besitzer der Fabriken? Welche Länder lassen in denen produzieren? Also es gibt wenig Erfassung zu den Besitzerstrukturen. Unser Eindruck von allen Umfragen und von dem, was unsere Partner vor Ort berichten, ist, dass das stark in indischer Hand ist, weil es auch sehr traditionell gewachsen ist in Indien, dass es dort so eine große Schuh- und Lederproduktion gibt. Okay, das war's jetzt für Fragen erstmal. Ich habe jetzt die dritte Umfrage gestartet. Genau, wir gehen jetzt mal ein bisschen strukturierter nochmal durch die Frage, wer kann was ändern? Eben habt ihr gesehen, ich hatte noch kurz was zur Situation Covid-19 eingebaut, das erzähle ich jetzt ganz am Schluss noch. Strukturen, die Verbesserungen erschweren, sind gleichzeitig auch die, wo man
ansetzen kann, um Veränderungen herbeizuführen. Wir haben einerseits ein transnationales Handelssystem, das mit sehr viel mehr Organisationsmacht hinterlegt ist in Form der WTO als die Arbeitsrechtsorganisation ILO, von der ich vorhin schon gesprochen hatte. Das ist sicher was, wo man auf Makroebene Machtstrukturen sieht und andererseits auch Änderungen andenken kann. Dann ist eine große Hürde, die Veränderungen erschwert, die Struktur der indischen Wirtschaft mit dem großen Anteil informeller Wirtschaft. Informelle Wirtschaft heißt, dass die Arbeit, die erbracht wird, nicht in den Rechtssystemen, die eigentlich auf dem Papier bestehen, erfolgt. Das ist einerseits so in diesen kleinen Unternehmen, über die wir eben schon gesprochen hatten, also die an sich schon sehr informell operieren. Aber wir sehen das auch in großen Unternehmen zunehmend, dass ein Teil der Arbeit ausgelagert wird an informelle Arbeiterinnen und Arbeiter, zum Beispiel an hochinformalisierte LeiharbeiterInnen oder eben an HeimarbeiterInnen. Genau, und eine weitere große Hürde, wo man ansetzen muss, ist die zunehmende Einschränkung gewerkschaftlicher Arbeit in Indien, aber auch weltweit. Wir setzen vor allen Dingen an diesem letzten Punkt, also an diesen letzten beiden Punkten an, Stärkung von Zivilgesellschaft und Gewerkschaften aber auch der Einforderung höherer Formalisierung von Arbeit mit unseren Partnerorganisationen CVDEP in Indien, Society for Labour and Development und dem Südwind-Institut, das in Bonn sitzt. Wir versuchen vor allen Dingen vor Ort in Indien Strukturen aufzubauen, die Arbeiterinnen und Arbeiter befähigen, selbst ihre Rechte stärker durchzusetzen. Und das heißt, dass unsere Partnerorganisationen Trainings durchführen, dass sie Arbeitsrechtsberatungen durchführen. Ihr seht hier ein paar Fotos von den Trainings in Uttar Pradesh, die da durchgeführt wurden, aber hier auch ein paar Fotos von den Trainings in Tamil Nadu. Egal, was für Vorschriften für deutsche Unternehmen oder auch eben gerade noch mangelhafte Vorschriften für deutsche Unternehmen bestehen, solange wie in Indien die Strukturen nicht stärker werden, wo Beschwerden vorgebracht werden können, wo erstmal ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, zum Teil auch was Arbeitsrechtsverletzungen sind, wo Wege aufgezeigt werden, wie man sich zusammentun kann, um Forderungen zu formulieren, werden alle diese Maßnahmen, die wir hier für deutsche Unternehmen und globale Unternehmen festlegen können, nicht wirkungsmächtig genug sein, um in Indien tatsächlich etwas zu verändern. Das heißt, wir müssen von zwei Seiten sozusagen der Lieferkette an das Problem reingehen. Und das ist die eine Seite, ArbeiterInnen stärken. Hier ist das nochmal in einem Zitat von einer Arbeiterin zusammengefasst, die sagt: Ich wusste nicht, dass wir als ArbeiterInnen so viele Rechte haben. Durch das Training verstehe ich, dass meine Rechte an meinem Arbeitsplatz verletzt werden. Das Training hat mir Vertrauen gegeben, mich dagegen zu wehren und darüber zu sprechen. Und jetzt müssen wir aber gleichzeitig eben auch dafür sorgen, dass Unternehmen, die diese Lieferketten haben, ihrer Verantwortung gerecht werden, damit die Menschenrechte in diesen Lieferketten durchgesetzt werden. Was wir sonst haben, ist man kann es ein bisschen flapsig nennen, der ewige Wanderzirkus, den wir auch aus der Bekleidungsindustrie ja vielfach kennen, dass immer dann, wenn in einem Land sich die Arbeitsrechtssituation verbessert, damit auch Lohnkosten steigen, die Industrie verlagert wird in ein Land, wo es von den Strukturen und der ganzen Arbeitsrechtssituation her schlechter aussieht. Das heißt, damit das nicht passiert, müssen wir an den Köpfen der Ketten ansetzen, bei den Unternehmen, die diese ganzen Zulieferketten steuern, verantworten. Und dazu sagt Gopinath Parakuni, der Leiter unserer Partnerorganisation CVDEP,
Den Markenunternehmen und Schuhhändlern muss klar sein, welche Auswirkungen ihre Geschäfte auf Frauen und Männer haben, die in armen Verhältnissen leben und sich schlecht wehren können. Die großen Firmen machen sehr viel Profit. Sie müssen ihre Lieferketten nachverfolgen und sicherstellen, dass unter guten Bedingungen für sie gearbeitet wird. Ihr hattet eben schon in der Umfrage richtig beantwortet, dass die Bundesregierung da bisher nur auf Freiwilligkeit gesetzt hat. Deswegen sind wir bei Inkota Teil der Initiative Lieferkettengesetz und Trägerorganisation dieser Kampagne. Das heißt, wir engagieren uns dafür, dass in Deutschland auf dem Markt tätige Unternehmen dazu verpflichtet werden, höchstmögliche Sorgfalt für Menschenrechte in ihren Lieferketten walten zu lassen. Ich betone das deswegen so mit den auf dem deutschen Markt tätigen Unternehmen, weil es nicht nur um Unternehmen geht, die ihren Sitz in Deutschland haben. Also vorhin war ja auch im Chat die Frage, welche deutschen Unternehmen lassen unter diesen Bedingungen in Indien produzieren. Worum es uns geht, ist, dass nicht nur die deutschen Unternehmen gesetzlich von der Bundesregierung in die Verantwortung genommen werden, sondern genauso ausländische Unternehmen, die ihren Stammsitz irgendwo im Ausland haben, aber auf dem deutschen Markt total präsent sind und hier ihre Produkte auch sehr maßgeblich verkaufen. Die Forderung nach einem Lieferkettengesetz bezieht sich dabei auf eine verbindliche Umsetzung von menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten, die Unternehmen sowieso schon nach UN-Recht haben, die aber bisher nicht in dem Maße von der Bundesregierung umgesetzt wurden, wie wir es uns vorstellen und wie wir denken, dass es zu einer Wirkung in den Lieferketten führen würde, zu einer stärkeren Wirkung. Das Gesetz, das wir uns in dieser Initiative vorstellen, ist sehr bewusst mit einer Haftungsregelung versehen. Haftungsregelung bedeutet, dass es immer dann, wenn ein Unternehmen seinen Sorgfaltspflichten nicht in der Vorsorge genug nachgekommen ist und es dann zu einer gravierenden Menschenrechtsschädigung kommt. Also zum Beispiel, wir haben in dieser Woche Gedenktag an das Unglück von Rana Plaza, wo ein Fabrikgebäude eingestürzt ist. Wenn einem Unternehmen nachgewiesen werden kann, dass es nicht genug dafür getan hat, dass so ein Unglück vermieden wird, dann muss es möglich sein, dass die Geschädigten auch das in Deutschland ansässige oder in Deutschland tätige Unternehmen in Deutschland verklagen können auf Haftung. Genau, ich sage nur so viel dazu, weil ich denke, dass viele von euch die Initiative Lieferkettengesetz auch gut kennen. Wenn nicht, stellt dazu auch gerne gleich nochmal Fragen. Genau, oder liest weiter dazu unter inkota.de Lieferkettengesetz. Genau, oder direkt bei der Initiative Lieferkettengesetz. Soweit erstmal zu den Handlungsmöglichkeiten und dann würde ich dazu noch die Fragen beantworten und dann sollten wir die Aufzeichnung stoppen und die Diskussion starten. Oder vielleicht machen wir das gleich.